Einen wundervollen guten Morgen. Es ist ein Tag vor Weihnachten. 8 Uhr morgens, wir sind gerade beim Frühstücken, wir, das heißt mein Mann und ich, und der Milena schläft noch. Und der einzige Grund, warum ich so früh wach bin, ist, weil ich einen Nagel- und Wimperntermin habe. Dann nehme ich euch jetzt auch mit. Ich habe mich entschieden, dass ich jetzt Freitag, Samstag, Sonntag einfach so ein bisschen vloggen werde. Zum einen, weil ich keine Zeit habe, ein anderes Video zu drehen, und zum anderen, weil ihr euch das auch gewünscht hattet. Und deswegen, ja, nehme ich euch mal mit. So, heute ist so der letzte Tag vor Weihnachten, wo wahrscheinlich noch mal ein bisschen Stress aufkommen wird. Wir müssen heute einen Großeinkauf machen, noch den Rest Geschenke einpacken, noch die Küche von Milan fertig machen. Und ja, ich glaube, das war's. Ist auch genug. Ah, und was ich euch gerade zeigen will, ist dieses wunderschöne Tischdeckchen. Ja, Schatz, ich wollte eigentlich das Tischdeckchen zeigen, weg. Und zwar bekommt es auch meine Schwiegermama zu Weihnachten. Ich kann es ja jetzt zeigen, weil das Video geht ja erst am Sonntag online. Obwohl, wenn sie es vorher noch guckt, vor Weihnachten, dann wird sie es sehen. Aber macht sie nicht. Die ist bestimmt selber im Stress. Und ich finde es auch immer so schwer, schöne Platzdeckchen zu finden. Und das habe ich jetzt wo auch sonst bei Amazon entdeckt. Und zwar ist es aus Leder in so Schlangenprägung. Und man kann es von beiden Seiten nehmen. Und das schimmert so schön. Also ich finde, es sieht voll edel aus. Und habe die mir dann auch gleich mitgenommen. Hihi. Unser Frühstück sieht ein bisschen mau aus, weil wir müssen heute ein bisschen schnell machen. Wir sind auch wieder von Paketen umzingelt, weil mein Mann, der bestellt immer sehr viel. Gell, Schatz? So, ich bin jetzt in Darmstadt angekommen bei Endlos Schön und lasse mir jetzt die Wimpern und die Nägel machen. Und ich nehme euch mit. Mir ist mir so ein bisschen komisch im Bauch. Ich weiß nicht, dabei habe ich gefrühstückt und mir ist mir ein bisschen schlecht. Oh Mann, keine Ahnung warum. Vielleicht, weil ich ein bisschen im Stress bin schon wieder. Ich freue mich so auf meine Wimpern und Nägel. Ach, danach fühle ich mich immer wie ein neuer Mensch. Ich habe mir jetzt mal eine andere Form ausgesucht, ein bisschen gerade vorne. Und mit der Farbe bin ich mir immer noch unsicher. Ich möchte irgendwas mit Bling Bling für Silvester. Ja, mal gucken. Okay, Leute, ich sterbe. Schaut euch mal die Glitzer an. Oh mein Gott, ich kann mich nicht entscheiden, was ich jetzt machen soll. Ich wollte ja erst klassisch rot, was ja immer toll aussieht an Weihnachten. Aber ich bin dann doch wieder auf so eine Nude-Farbe gegangen. Und jetzt suche ich dazu die passenden Glitter aus. Ich glaube, die beiden irgendwie in Kombination. Aber die sehen so wunderschön aus. Oh, ich liebe es. So, meine Nägel sind fertig. Guck mal, wie schön es geworden ist. Wir haben jetzt den Zeigefinger mit Glitter gemacht und den Ringfinger. Und dann noch ein paar Steinchen drauf. Ich bin voll zufrieden. Ich finde es voll schön. Ist auch für den Alltag tauglich, oder? Was meint ihr? So, jetzt bin ich ja mit den Nägeln fertig. Und jetzt gehe ich einfach nur nebenan und kriege die Wimpern gemacht. Oh, ich fühle mich danach immer echt wie ein neuer Mensch, habe ich ja schon gesagt. Und ja, jetzt wird es wieder Zeit. Aber es sieht eigentlich immer noch okay aus. Aber gleich werdet ihr den Unterschied dann sehen. Und ich bin übrigens bei Endlos Schön. Also die machen hier Nägel und auch die Wimpern. Das heißt, ich kann alles in einem machen, was halt für mich super praktisch ist, weil ich den Milan ja auch nicht so lange alleine lassen möchte. So, die Wimpern sind fertig. Ich bin ehrlich gesagt gerade eingeschlafen und ich wäre am liebsten noch liegen geblieben, weil ich jetzt so müde bin. Bei mir ist es ja so, dass ich immer dazu neige, meine Augen während der Behandlung aufzumachen. Und deswegen hatte ich auch immer rote Augen, weil dann diese Dämpfe von dem Kleber ins Auge kommen. Aber wir haben jetzt einen guten Trick. Wir legen jetzt immer so eine Münze auf mein Auge und kleben das ab. Deswegen habe ich jetzt hier noch so ein bisschen Rötungen und dann passiert es nicht. Also für alle, die da auch Probleme haben, ihre Augen geschlossen zu halten, das ist ein guter Tipp. Guck mal, wie schön das jetzt wieder aussieht. Oh. Jetzt kann man auch wieder gut ungeschminkt rumlaufen. So, ich bin jetzt wieder zu Hause und im Hintergrund habe ich schon den Wasserkocher angemacht, weil ich mache uns jetzt Reis mit Hähnchen, so süß-sauer. Ich habe so einen Hunger und ich muss jetzt echt mal meinen Mann loben. Ich bin nach Hause gekommen, es ist alles picobello sauber. Er hat sogar die Betten reingemacht. Voll süß. Also Schatz, jetzt hast du dir dein Essen echt verdient, ne? Das sagt halt nichts in der Kamera, ne? Ich komme nicht klar auf diese Nägel. Ich finde die so schön. Das gefällt mir so mit dem Glitzer. Ich bin so froh, dass ich das gemacht habe. Weil ich finde das auch nach Weihnachten und Silvester noch schön. Schatz. Schaut mal den Milan seine Mega-Schleichkollektion, die er jetzt schon hat hier mit den Tieren. Oma und Opa kommen irgendwie jede Woche mit einem neuen Tier an. Also wir haben davon, glaube ich, 3 Stück gekauft. Und mittlerweile hat er, ja, fast alle. Naja, nicht alle, aber total viele.
schönes Bäumchen. Guck mal, wie süß. Ich habe Post bekommen von Benefit. Einmal so Kuschelsocken und dann noch so ein Lipbalm. Total schön. Und die haben echt immer die süßesten Tassen. Also jedes Jahr gibt es echt immer so tolle Geschenke von Benefit. Und hier steht, I'm so gorgeous, I make myself nervous. Das ist richtig geil. Vielen, vielen Dank. Und noch Süßigkeiten dazu. Direkt die Socken angezogen. Der Milan ist jetzt wach und er möchte die Kamera haben. Oh nein. Bist du die Kamerafrau? Ja, ich. Okay. Und? Siehst du dich, mein Schatz? Bist du das? In der Kamera? Hä? Das wäre so wundervoll, wirklich. Das sind alle auch immer so kamerageil. Das ist meine Kamera. Nee. Nein, ich glaube schon, doch. Geh weg, du. So, wir fahren einkaufen. Wie man sieht, ist schon stockdunkel. Es ist 5 Uhr, 10 vor 5 sogar. Und jetzt müssen wir wirklich viel einkaufen. Also es kann dauern, bis wir wieder nach Hause kommen. Der Milan ist auch erst um 4:30 aufgestanden. Oder um 4? Um 4, ja. Also hat langen Mittagsschlaf gemacht. Okay, Weihnachtsshopping ein bisschen ausgerastet. Jetzt müssen wir das erstmal alles aufräumen und dann müssen wir noch Geschenke einpacken und die Küche machen, Essen kochen. Oh Gott, es wird ein langer Abend. Mina, machst du brav? Ja. Ja? Naja, geht so, ne? Geht so, hä? Hilfst du ausräumen? Ja. Na, dann andere Richtung bitte. So, ich fange jetzt an zu kochen und ich will mal dieses Gericht hier probieren. Rindfleischpfanne mit Chorizo, Rucola und Bohnen. Das ist das Buch von Jochen Hensler und ich mache da, ehrlich gesagt, nicht so oft was draus, aber ich probiere es mal. Da steht, es dauert nur 10 Minuten, das wäre ja ein Traum. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Mal gucken, was dabei rauskommt. Meine Küche sieht immer noch aus, als hätte die Bombe eingeschlagen. Oh, das ist so ein Großeinkauf, bis man alles verstaut hat, ätzend. Aber mein Mann hat das auch schon ganz gut eingeräumt. Ich habe mich um die Milan gekümmert und jetzt wird gekocht mit Steffen Hensler. Oh, yes. Ja, also es sieht ganz gut aus. Ich hoffe, es schmeckt auch. Wir werden es jetzt herausfinden. Also kurz fürs Protokoll, Essen war sehr lecker. Ich habe allerdings das Fleisch zu sehr angebraten. Oh, ich wollte es eigentlich Medium haben und jetzt war es durch gewesen. Ich mag das ja immer lieber, weil dann finde ich, es ist einfach saftiger und schmeckt besser. Wie immer mit Begleitung von Milan. Der kommt immer sofort, wenn die Kamera an ist. Also ich räume jetzt hier weiter aus. Ich habe schon ganz viel Müll angesammelt. Und gleich ist die Küche sauber. Juhu! Ich habe jetzt die Milan ins Bett gebracht. Mein Mann ist unten im Keller, macht die Küche. Ich habe mich in mein Weihnachtsoutfit geschmissen. Hey, das ist so warm da drin, ohne Scheiß. Ist voll gemütlich, aber ich schwitze mir gerade einen ab. Aber ich dachte mir, wenn ich das schon gekauft habe, dann muss ich es jetzt auch anziehen. Ne? Naja, ich packe jetzt Geschenke ein und dann kontrolliere ich die Küche. Ja, und dann schneide ich dieses Video. Genau, so ist es. So, meine Lieben, ich hoffe, das Follow Me Around hat euch gefallen. Ich nehme euch noch das ganze Weihnachtswochenende mit. Das seht ihr dann allerdings im nächsten Vlog. Und ich wünsche euch wunderschöne Weihnachten, beziehungsweise wenn ihr das Video seht, ist schon der 25. ist es trotzdem noch Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Weihnachtsfest gehabt. Wahrscheinlich schaut ihr es eh erst nach Weihnachten an. Und Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.